Okay, freudig guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, Folge Nummer 9. Im letzten Part haben wir Harrys erstes Quidditch-Spiel gehabt und haben auch gewonnen. Und Hermine und Ron waren nicht untätig. Und jetzt geht's weiter mit der Story, hätte ich gesagt. Ja, let's go. Ist schon Winter? Nee, noch nicht. Okay. Ich dachte, jetzt geht schon los mit der weiteren Story. Aber gut. Ja, moin, Alter. Was geht? Hier ist mir gar nichts mehr. Ja, ne? Jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, jetzt müsste Weihnachten kommen. Weil davor war nur noch die Szene mit Nicholas Flamel. Flamel, Alter. Also, wo halt Hagrid irgendwie auch was ausgeplaudert hat. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich natürlich nie. Ich bin natürlich unfehlbar. Haha. Nein, natürlich nur Spaß. Nett, und jetzt fängt es an zu regnen. Ja, ganz groß, Kinder. Schaut einfach die Scenery an. Ich finde die so geil gemacht. Ohne Scheiß. Irgendwie ist es cool. Ja, jetzt regnet es hier, ne? Oder hat es geregnet? Oder was auch immer. Ich weiß aber nur eins. Ich weiß, dass hier hinten ein blauer Stein ist. Nee. Doch nicht? Sah so aus. Ja, dann halt nicht. Kann ja passieren. Ah ja, da haben wir jetzt hier noch eine Wolke oder was? Okay. Aber ist auch egal, wir brauchen das jetzt gar nicht. Wir wollen ja nur. Weg mit dir. Oh, wir haben einen blauen Stein tatsächlich übersehen gehabt. Naja, jetzt haben wir es geschafft. Ja, ja, das ist auch gesagt gerade. Solange wir keinen Vielsafttrank brauen können, können wir auch keinen Kessel benutzen. Den können wir erst benutzen, wenn wir den Vielsafttrank einmal gebraut haben. Im zweiten Jahr. Und jetzt geht's los mit Weihnachten. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Auch geil irgendwie. Nice, wir haben alle solche scheiß Weihnachtswitzen aufgeheilt. Das ist okay, irgendwie weird, aber okay. Ja, ich find's aber cool, wie alle Weihnachtsmützen aufhaben. Ah, wir müssen erst winken hier, ne? Hallo! Krasser Typ. Das war eine Szene aus dem dritten Teil sogar. Yay! Ein Pullover, cool. Und bekommt ihr immer ein Pullover geschenkt. Oh nein, was ist das? Wir können uns unsichtbar machen. Krass. Eine Unsichtbarkeitsmatte. Ja gut. Was auch immer. Ja, ich werf den Steinerweisen auch immer so rum. Das habe ich noch nie verstanden, warum man ihn da nicht sieht. What the fuck? Aber egal, ja, wir müssen jetzt Dumbledore anscheinend folgen. Das wird eine Mission, die wahrscheinlich in zwei Parts aufgeteilt wird. Diesmal wirklich, weil es etwas länger dauert. Aber ist okay. Wir haben den Unsichtbarkeitsunhang freigestellt. Den brauchen wir jetzt hier auch. Jetzt hat Harry nämlich auch, auch ein grünes Ding. Hier, schaut. Jetzt bin ich unsichtbar. Und schaut, dieses Buch, ne? Das da. Das würde ich jetzt gerne erstmal kaputt machen. So, sehr gut. Weil die nerven extrem. LOL, einer von der kopflosen Bande. Ron, geh du nicht so vor, weil du wirst gefressen von dem Buch. Okay. Ja, moin. Was ist das jetzt? Ich muss jetzt holen, dass ich was... Achso, den brauchen wir wahrscheinlich. Ja, den brauchen wir tatsächlich. Okay. Und Mrs. Norris ist da ziemlich nervig, muss ich sogar sagen. Aber schaut mal, was wir machen können mit der Katze. Moment, wenn ich sie hab. Ja, wir können sie schlagen. Lol. Ja, wir sind hier in der verbotenen Abteilung, weil wir wollen ja über Nicholas Flamel was rausfinden. Das wurde ja hier in dem... What the fuck? Das wurde ja in diesem Buch
Im Buch wurde es thematisiert, aber hier halt gar nicht. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Wir müssen Sachen kaputt machen, so. Das ist, glaube ich. Das versteht jeder so, oder? Ja, genau. LOL, Domino! Und so. What the fuck? Das ist ja cool. Okay, aber wir haben jetzt keine Bücher mehr, die uns schon mal nerven. Das ist gut. Machen wir erstmal hier noch ein bisschen Kohle einsammeln. Und ich möchte dieses Gadget freischalten, was immer das ist. Okay, das. Ah, da oben ist schon mal eine Zutat. Ja, Mann, voll die Badass. Okay, da können wir nicht hin, außer mit Hermine. Und Hermine ist ja nicht da. Weil die ist ja über. Im ersten Jahr fährt die sogar nach Hause, oder? Glaube ich. Ich bin mir auch nicht mal mehr sicher, aber ich glaube. Okay, 3 von 6. Ja, moin. In der Luft getroffen, Alter. Krass, Headshot, Mann. Okay, 4 von 6. Ja, dann Ron, heb mich hoch. Was ein Typ, Alter. So, die Stage sollten wir in diesem Part noch schaffen, ja. So, nice. Dann erste Zutat. So, sehr gut. Der hier braucht irgendwas wahrscheinlich. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich muss... ich weiß gerade gar nicht so genau. Egal, wir werden jetzt einfach mal hier noch so lang schauen, wie es geht. So, alles Poliermagen, ne? Es geht ja. Jetzt wäre es cool, wenn man einen zweiten Mitspieler hätte, weil er könnte das jetzt aufsammeln. Ich kann es gerade nicht. So, weil dann würde Harry wieder runterspringen. Okay, ja, das Level. Warte mal. Dieses Bücherregal ist auch was für was gut. Ja, ja, das hat den nächsten Zutat, oder? Ja, hat's. Das sage ich doch, Mann. Easy. Kann ich das gerade noch kaputt machen? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Aber gut, egal. So. Dann brauchen wir jetzt noch eine. Und den kriegen wir da oben wahrscheinlich. Ah, ja, okay, perfekt. Nice. Ja, ja, nice. Ja, Mensch. Er hat irgendwas geöffnet. Ah, Ron macht das sehr gut. So, ist irgendwas noch geöffnet? Ja. Das Eis am Stiel müsste da drin sein. Ja, ist es auch. Na gut. Nice. Moment. Sehr gut. Was ist da drin? Was macht der? Oh, der hat, glaube ich, massig Geld gedroppt. Ja, hat er auch. Gib die Kohle. Okay, nice. Aus dem Weg. Ist explodiert. Sehr gut. Nice. What the fuck? Ich dachte irgendwie, das ist keine Ahnung. Oh, jetzt kriegen wir es nochmal mit Filch zu tun. Ja. Ah, nice, ne? Fühle ich, feiere ich so. So. Dieses Teil brauchen wir. Werden wir brauchen. Schrägstrich. Nice. Warte mal, da muss ich jetzt so hoch. Damit ich das bekomme. Ja. Nice. Warte. Hoppla, hoppla. Ist einfach gleich da. Oh shit, aufpassen. Moment. Okay, nice. 2 und... Das muss gleich aufgehen. Ja, und hier ist auch der Schlüssel. Sehr gut.
Ja, ich brauche das jetzt eigentlich nicht. Ich will jetzt eigentlich nur die Tür aufmachen. Hoppla, hoppla, hoppla. Das ist Neues, verpiss dich. Was zum Teufel? Okay, zweiter Raum. Okay, hier ist noch was. Nice. Danke. Ich denke, da muss Ron, denke ich mal, durch. Ja. Also die Kretze muss da durch. Ja, das schaffen wir vielleicht sogar noch, diese Stage. Die sollten wir schaffen. Auf geht's! Kretze! Ja, schieb's runter. Na gut, dann mach auf. Aber das, meine Freunde, machen wir im nächsten Part von Harry Potter, Jahre 1 bis 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage dann, haut rein. Ciao, ciao.